Da war er wieder, oder? Ist die Katze? Ja, ja. Aber der ist im Flur. Ach so, nee, weißt du, warum er heult? Weil bei mir die Tür zu ist? Nee, weil bei mir die Tür zu ist. Weil der Wind sie zugemacht hat. Oh Mann, ey, arme Katze. Bei allen sind die Türen zu, weißt du? Armes kleines Ding. Okay, jetzt hat er sich aufgemacht. Ja, jetzt hat er sich aufgemacht. Was? Dass ich extra Gewitter für solche Soundeffekte mache, damit die Atmosphäre im Spiel noch besser rüberkommt. Ja. Das Schlimme ist nur, die Katze hat die Tür jetzt aufgemacht und dadurch ist die Balkontür zugeflogen. Das liegt aber wahrscheinlich auch nur daran, weil im Schlafzimmer das Fenster offen ist, oder? Ja, ja, na klar. Warum machst du die Tür zu? Ja, genau. Nee, das Ding ist ja, jetzt weint er herum, weil die Balkontür zu ist. Ein Tag heute, ey. Ja, es tut mir leid. Also manchmal ist einfach... Ja. Manchmal kann ich einfach nicht ohne Störgeräusche. Ach ja. So. Oh. So, noch mehr davon. So, mal gucken, ob das ausreicht. Müsste. Ja, das sieht gut aus. Dramatische Musik, ja genau. Die macht dann die Katze. Weißt du, ich würde gerne von unserer Base aus nach rechts gehen. Aber da sind die Hyänen. Aber da sind so viele schöne Brühen. Ja, ich würde so in so viele Richtungen gehen, aber wir haben echt noch ja, zu tun bis dahin. Ja, das Einzige, was wir machen könnten, ist vielleicht ein Floß bauen, wofür wir aber extrem viele Ressourcen brauchen, und dann loszuziehen und Holz zu farmen. Aber wir wissen nicht, was auf den anderen Ufern los ist. Das stimmt. Yeah, sie paaren sich. Jetzt ist da. Yeah, also eine Kiste reicht. Ja, dann ist gut. Ja. Also sie versuchen zwar jetzt abzuhauen. Ne, 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 ne. Ihr kommt hier nicht weg. Und sie denken sich so, nein, mit dem will ich mich nicht paaren. Jetzt würde die Gewittermusik und die dramatische Musik definitiv noch besser passen. Ach ja. Das ist jetzt kacke. Ja, dann würde ich was behaupten, dass ich die... Na doch, natürlich geht das. Dass ich die beiden Raptoren hier auch noch ins Haus reinstelle. Dann können die sich auch paaren. Nö. Achso, du hast ja gesagt, das Level machst du alleine. Mr. Flauschig hat jetzt nämlich schon zwei neue Level. So. Gut. So. Kommt, ihr Lieben. Kommt, 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 kommt. Komm mit. Komm mit. Komm mit. The fuck? Ja. Was? Irgendwas hat mich zur Seite gestoßen und dann habe ich einen Pfeiler verschwendet umsonst. Das ist der scheiß Erdbeben. Ich werde während des Erdbebens nicht bauen. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Was für eine Scheiße. Ja. Gib mir Holz, scheiß Erdbeben. Wenn du mir schon so viel Holz gerade genommen hast. Autsch. Ich habe welches. Kannst du dann natürlich gerne haben. Ja. Ich hätte irgendwas zufällig gelesen über die grünen Steine. Ich weiß aber nicht mehr was. Wofür man sie gebrauchen konnte. Das ist natürlich blöd. Aber ich wollte es mal erwähnen, dass ich es vergessen habe. Ja, das ist super. Schön. Ich habe meine Laterne drin gelassen. Das ist blöd.
Obsidian, oha. Ja. Ist cool, ne? Mhm. Definitiv. Vorbei, schade. Aber hier kommt auf jeden Fall kein Eisen jetzt runter. Nee. Das wäre noch cool. Weißt du, was doof ist? Nein. Dass die Raptoren nicht durch die Tür passen. Die passen durch die Tür, je nachdem, in welche Richtung du sie öffnest. Okay. Ach, stimmt. Wir hatten das irgendwann mal, ne? Mhm. So. Kleine Laterne, komm hier. Das heißt, ich müsste sie nach innen öffnen. So kann ich die nach innen öffnen. Komm hier. Komm, put, 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 put. Aber ich müsste sie wahrscheinlich reiten, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ach, schade. Na gut. So. Auf geht's zu neuer Holzsuche. Ah, noch nicht. Ja, nicht fertig. Ach ja. Ja, unsere Zuschauer, die spielen jetzt übrigens Titanic-Musik für die beiden Dodos. Ich glaube, langsam sind sie auch fertig. Ja, okay, wir müssen eine Planänderung machen. Warum? Ich muss das anders aufbauen. Wir werden ein Stück weiter oben sein, was aber jetzt kein Problem ist. Muss hier alles leider nochmal abreißen. Das Problem ist, es gibt keine Einrastpunkte weiter unter Wasser, weit tiefer unter Wasser. Mhm. Das heißt, ich muss mit den Strohdächern bauen, so wie ich es dir einmal gezeigt habe. Ja. Also schade auf jeden Fall. Pass auf, dass du nicht aus Versehen ertrinkst oder so. Oh Gott, ich bin furchtbar überladen. Dann pass erst recht auf, dass du nicht aus Versehen ertrinkst. Ja, ich bin gerade am Ertrinken. Los, Gewicht, geh weg. Danke. Oh mein Gott. So, okay. Aber dann sparen wir wenigstens Ressourcen. Das hätte ich eigentlich von Anfang an mal so machen sollen. Hätte ich viel mehr sparen können. Ich möchte auch unbedingt, dass einer der Dodos auf einer kaputten Tür in dem See schwimmt und den anderen ums Verrecken im kalten Wasser frieren lässt. Okay, das ist nicht nett. Naja, wenn wir schon mal Titanic hier haben, ne? So, wo ist jetzt das Ei? Da ist es. Hallo. Oh. Okay. Also das Ei ist in 20 Minuten ausgebrütet. 20 Minuten? Ja. Echt? Ich habe dafür 2 Minuten gebraucht. Hatte ich so die Ei-Brutzeit hochgestellt? Kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich meine, wir können sie bei uns auch ein bisschen höher stellen, weil ich finde das ganz schön heftig. Ja, jetzt, Katze! Ich weiß, du magst keine geschlossenen Türen, aber was soll das? Ach, scheiße. Weißt du, was noch auf dem Balkon ist? Ne? Die Auflagen von den Stühlen. Das macht nichts, es trocknet wieder. No. Jetzt sind sie auf jeden Fall nass. So. Ja, aber es ist okay. So, und ihr beiden bleibt einfach hier. Und wenn ihr bereit seid, dann könnt ihr das nächste Baby machen, ne? Genau, finde ich auch. So, hast du mir noch Essen im Lager voll übrig gelassen? Ich hab's in die Truhe gemacht. Okay. Ich glaube, in die mittlere. Ah, da ist noch meine Hose. Zieh ich direkt mal an. Ja, genau, das auch. Gut. Dann willst du mir schon mal das Dodo Ei holen. Oh Gott, mein oh Gott, hast du Beeren? Was? Mein Para verreckt gerade. Er braucht was zu essen. Ja, warte. Wo ist er? Da ist Herbert, ne? Ja. Oh Gott. Oh, verdammt. Gib mir doch was zu essen, bevor er verreckt. Warte doch mal. Hier. Ah. Ist verbrauchen. Oh Gott. Hat er Glück gehabt, ne? Ja, danke. So, ich reite jetzt los und fütter ihn.
Ja, solltest du, weil der frisst die gleich alle in einem Stück auf. Oh Gott. Ich hab gedacht, wieso ist er verletzt, dachte ich, hä? Hat ihn irgendwas angegriffen? Tja. So, der ist Level 4. Ey, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn der hier endlich tot ist, dieses Riesending. Wenn der hier ständig rumläuft und alles zum Wackeln bringt, so geht irgendwie. Den können wir zähmen und auf ihm ein Haus bauen. Ja, oder so, aber. Nein, nein. Was? Oh Gott, die Hyänen haben mich gesehen. Lauf, Schlampe, lauf, oh Gott. Okay, mein Fahrer ist tot. Flucht! Fahrer zurücklassen! Na toll. Weißt du, ich fütter ihn noch, damit er nicht stirbt. Und du verfütterst ihn an die Hyänen. Es tut mir leid, ich mag's mein Leben. Mir voll gemein. Okay, weißt du was? Mein neuer Plan heißt die Säuberung. Das heißt? Hyänen müssen sterben. Wolltest du nicht erst bauen? Ja, ohne Para geht das schlecht. Ja, das stimmt. Was, wenn man weiß, wann die bei dir sind? Scheiße, jetzt bin ich überladen. Was könnte ein Dodo ins Meer werfen? Eine Beere. Hä? Verstehe ich nicht. Naja, weil Titanic und so. Check ich trotzdem nicht. Schluss. Hast du nie geguckt wahrscheinlich, ne? Nö. Na denn, das erklärt so einiges. Nein, am Ende steht sie halt auf dem Schiff und wirft ihre Kette ins Meer. Okay. Ist halt das Herz des Ozeans und... Naja. So, ich schleife mich jetzt nach Hause, weil ich bin überladen, dadurch, dass mein Paar ja tot ist. Ja. Und dann baue ich mir einen verdammten Bogen, 1 Milliarde Pfeile, setze mich auf einen Berg und schieße die weg, die Penner. Da bin ich immer gespannt. Ich glaub's nicht. Was hat das Spiel gegen meinen Para? Ich will doch nur reiten. Gegen alle, die du zähmst, ne? Den konnte ich wenigstens eine Folge lang reiten. Bin ich sehr stolz drauf. Wow. Mann, du Riesenvieh, geh doch mal weg. Der geht mir doch auf den Sack. Sie hat ihm eine Beere gegeben, ist das wahr? Nein, ich habe ihm 16 von der einen und irgendwie 8 oder so von der anderen. Okay, das ist ja gut. Um Gottes Willen. Das wäre ja irgendwie dämlich, wenn ich ihm nur eine Beere gebe. Nein, aber er hat sie wirklich schnell gefressen, er hatte wirklich sehr viel Hunger. Ja, so, er war ja schon fast tot. Und dann kamen die Hyänen und dachten sich... Blut. Ja, die hat wahrscheinlich das Blut gerochen. Wer weiß. Bestimmt. So. Oh Gott, ich brauche Jahre nach Hause. Kann ich noch irgendwas ablegen? Und warum spawnen hier eigentlich keine Bäume mehr nach bei uns? Ich weiß nicht. Wir können die Spawnrate höher setzen. Aber dann spawnen auch die Dinos schneller, oder? Nö, das sind nur Pflanzen und so. Sicher? Ja. Dann sollten wir das vielleicht tun. Dann müssen wir den Server nochmal neu starten, das habe ich jetzt keinen Bock. Jo, können wir fürs nächste Mal machen. Ja. Und vielleicht die Brutzeit ein bisschen hoch. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Wie soll ich denn nach Hause kommen? Ich bin auf dem scheiß Berg und der ist 1 Kilometer hoch. Ach du Scheiße. Ich sehe die Hyänen sogar von hier aus jetzt schon. Sie kommen immer näher. Ich sehe dich. Ich springe jetzt einfach runter, ist mir scheißegal, ob ich sterbe. Geronimo! Kann hier unten alles aufsammeln. Wie ich sterbe. Haben wir schon ein Bett? Gott. Nein. Oh Gott. Du hast das Leder nicht mitgebracht, oder? Ja, ich habe das Leder hier. Ja. Kann ich schon das Bett bauen? Was fehlt mir fürs Bett? 80 Stroh. Hast du 80 Stroh zufällig? Ja, ich glaube schon. Habe ich die dabei? Habe ich nicht dabei, aber warte, ich hole den Rest aus der Truhe. Ich habe keinen Schaden bekommen, wir runterspringen. Nice. Cool. Uno Momento. WTF? Oh.
Nein, ich habe doch nur 37 Stroh. Na gut, das hilft schon ein bisschen. Das Schöne ist, der Typ, der die Erdbeben verursacht, steckt jetzt an unseren Dinos fest. Das heißt, er wird für ewig hier bleiben. Na super. Ja, das ist genau das, was ich. Ja, das habe ich vorhin auch gerade gesagt. Ich muss zu den Truhen gelangen, meine Fresse. Herrlich. Oh, ein Schrank. Ein Floß. Insektenschutzmittel? Diese zähflüssige Paste macht dich nahezu unsichtbar gegenüber Käfern, Fledermäusen und Spinnen. Mhm. Ja, Spinnen musst du per Hand füttern, damit du sie zähmst. Cool. Und Triceratops-Sattel kann ich auch lernen. Ach, aber dafür bräuchte man erstmal ein geeignetes Werkzeug, um Triceratops zu töten. Ja, du willst ihn zähmen. Meine ich ja. Also bewusst zu schlagen. Okay, sorry. Blut zuerst töte ich ihn und dann zähme ich ihn. Und er liegt auf dem Boden und du denkst dir, hey, was ist denn los mit dir? Warum stehst du nicht auf? Genau, der untote Triceratops. Ach, bald. Wenn ich mir das so angucke, gibt es echt coole Sachen, die wir noch alle lernen können. Gibt es hier irgendwo einen Baum, dadurch ich mir einen scheiß Bogen basteln kann? Aber ganz ehrlich, bis dahin vergehen Jahre. Nö, also nicht unbedingt. Wenn wir das Haus im Wasser fertigstellen, dann kriegen wir Level. Ziemlich viel, weil Holz Sachen geben ziemlich viel Level. Experience. Ja, vorausgesetzt, wir finden ja. Holz? Ja. Also wir können ja hier eine kleine Streaming-Pause machen, kurz die Raten hochstellen. Und dann Holz farmen? Ich weiß nicht, ich würde sagen ja, weil ganz ehrlich, wenn wir die ganze Zeit nur am Farmen sind, ist es echt langweilig. Ja, komm, lass uns das tun. Okay. Leute, wir machen eine kurze Pause, wir sind gleich wieder da. So, weiter geht's. Ach ja, jetzt hätte ich, erstmal schön die falsche Taste gedrückt. So, folgendes habe ich aktiviert. Wir haben jetzt eine Spawnrate von 3, die war vorher auf 1. Die Eyeboot-Geschwindigkeit war auf 2, jetzt ist sie auf 3. Und Spieler werden auf der Map angezeigt. Ich sehe aber nur mich irgendwie. Gut, vielleicht meinten die Mitspieler sich selber, also der Spieler. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich die Map eigentlich. Select. Ja, aber bei Select habe ich was anderes. Was? Dieses komische Dino-Menü habe ich da für alle. Oder ich drücke die falsche Taste dafür. Nur einmal drücken, nicht halten. Du hältst. Ja gut. Aber dann sieht man mal, wie groß die Karte eigentlich noch ist, Leute. Und wo wir ungefähr sind. Ich habe auch noch irgendwas anderes angestellt, aber ich weiß nicht mehr was. Wir werden es herausfinden. So ist es immer gut, ne? Ich frage mich nur gerade, auf welcher Ecke. Ach, hinter uns geht's gar nicht mehr so weit. Eigentlich ist alles vor uns, wo wir hin könnten. Ah. Gut zu wissen. Ey, was machst du da oben? Oh, mein Tierchen ist da oben. Ups. Da oben auf dem Felsen sitzt er da und hechelt und denkt sich, Frauchen. So, Stroh. Ich bin gespannt, wie schnell die Sachen jetzt nachwachsen. Müsste auf jeden Fall schneller sein als vorher. Ich bin auch gespannt, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier gar nichts mehr nachgewachsen ist. Oh, was? Eine Lootkiste. Ist hier seit Ewigkeiten eine Lootkiste wieder. Vielleicht hast du das noch eingestellt. Nein, das wüsste ich. Ach doch! Mhm. Ah, und zwar gab es da eine Option, dass, oh Gott, da ist ein Raptor. Dass Lootkisten auf Strukturen spawnen. Und anscheinend ist diese Map eine riesengroße Struktur. Ich stecke in den Dodos fest. Ich glaub's nicht. Nein, und das Ei stirbt. Nein. Glaube ich. Hallo, Ei.
Hey, du stirbst doch gar nicht. Ach du scheiß Dino! Was tust du mir an? Bitte fall um. Okay. Aber roter Qualm heißt doch eigentlich, dass das Ei Gesundheit verliert. Oh, wie ich sterbe jetzt. Kriegst Dino, du. Ja, er hat sich befreit, scheiße. Er hat die Pilze getriggert, der Penner. Pilze getriggert? Ja, die roten Pilze. Und dann war ich benommen. Okay. So ein... Ich kann doch nicht so viel Pech haben. Das ist doch unmöglich. Jetzt hängt auch noch so ein scheiß Raptor meiner Leiche rum. Okay. Ich hab mir mein Bein gebrochen. Alles gut. Auch nur wenn es weiter nichts ist. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Bäume, die wir hier suchen, irgendwo anders gespawnt sind. Wie? Keine Ahnung, vielleicht einfach irgendwo anders. Nee, die spawnen immer auf derselben Stelle. Aber wieso kommen sie nicht wieder? Das weiß ich nämlich, weil ich einmal einen Speicherstand hatte, wo ich die Geschwindigkeit auf 4 gesetzt habe und alle 2-3 Minuten sind die Bäume neu gespawnt. No, das ist cool. Weißt du, was, WTF? Was? Hä? Was denn? Ist hier eine unsichtbare Mauer? Gott, hier. Okay, man kann da nicht hochspringen. Hochschwimmen. Wo nicht hochschwimmen? Ach, hier, bei dem. Ja, das ist irgendwie und. Da! Und da! Du bist in der Luft gewesen. Vorsicht, hier ist der Raptor. Wo? Oh, oh, nee, ich geh wieder. Tschüss. Nee. Den könnt ihr alleine haben. Ich will nicht. Nein. Ich sehe hier 3 Raptoren in der Nähe. Also wenn wir mal wieder einen brauchen, ne? Ja. Soll ich jetzt mal in meine Sachen kommen? Aber ich will meine Sachen nicht nochmal verlieren. Tja. Oh Gott, ich wurde gesehen. Ins Wasser mit mir, ins Wasser! Ich hoffe, Raptoren können nicht schwimmen. Doch. Aber ich lock ihn einfach weg. Okay. Aber das ist doch nicht wahr! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ach ja. Zum Glück habe ich eingestellt, dass man sich auf der Map selber sieht. Cool. Jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Ja, Delphi hat vor Freude ihre Katze in die Luft geworfen. Warum? Weil sie ums 4 Jahreszeiten kommt. Solange wie sie nicht genauso ist wie Mr. Flauschig, der dann gleich eine gibt dafür. Die Bäume sind immer noch nicht wieder da. Es dauert trotzdem noch einen Moment. Auf 4 wollte ich es nicht stellen, weil ich weiß, wie extrem 4 ist. Ja, ist ja okay. Zugriff. Weglaufen. Bitte lass mich in Ruhe. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Meine Fresse. Übrigens geht die Map in die Höhe, mehr in die Höhe als in die Länge. Das heißt, wenn die Map so klein erscheint, Leute, nicht wundern, hier gibt es mehrere Etagen drauf. Naja, so klein erscheint sie mir jetzt nicht unbedingt. Naja, aber wenn man hier wahrscheinlich erstmal durchgeritten ist. Aber ich meine, wir sind ja ganz unten, ne? Naja. Ja, ich hatte es gesehen, als ich da oben auf der Plattform war, habe ich die verschiedenen Etagen gesehen. Oh, weißt du, was gemein ist? Ne? Das relativ weit oben sehe ich gerade einen Strahl. Ja. Und ich weiß, ich werde da nicht hinkommen. Das ist sowieso nur ein weißer. Wir brauchen grüne. Blaue können wir, glaube ich, noch nicht öffnen.
Wobei, ja, ne, blau können wir nicht öffnen, grüne können wir öffnen. Aber der ist bunt. Nein, ich weiß ja schon, der ist nur weiß, aber... Aber er leuchtet. Und Level up, Level up. Ja, und das Problem ist, dass ich ja weiß, dass die Hähnen da sind. Das heißt, wirklich zu tun habe ich auch nichts. Das wäre blöd. So.